Rednerpult. Jetzt kommt Clemens Stammler von den Grünen zum Rednerpult. Im Zivilberuf ist er Landwirt. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Stammler. Danke, Herr Präsident. Werte Ministerin, Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseher vor den Bildschirmen. Zu den Anträgen Krisenresilienz in der Landwirtschaft bzw. Stärkung der Krisenresilienz in der Landwirtschaft und den Ausbau des Biolandbaus, der ja angeblich laut Kollegin Ecker Nebelanträge darstellen sollte, wobei ich erinnern möchte, dass in unserem Regierungsprogramm, und daran halten sich auch diese zwei Anträge, dass die Worte Landwirtschaft und im Besonderen Biolandwirtschaft vorkommen, und zwar nicht einmal, sondern mehrmals. Und ich kann mich an die Regierungsprogramme unter Ihrer Beteiligung erinnern, wo diese Worte kaum vorgekommen bis gar nicht vorgekommen sind. Eine immer wiederkehrende Forderung, die man in der letzten Zeit wahrnimmt, ist die Herkunftskennzeichnung der verarbeitenden Lebensmittel und die Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel im Außerhausverzehr, sprich auch im öffentlichen Kantinen. Man muss dazu wissen, dass über 50% der Speisen, die überhaupt zu sich genommen werden, eben im Außerhaus zu sich genommen werden und nicht in Küchen. Und selbst in den eigenen Küchen zu Hause ist der Anteil der Fertigprodukte groß und größer werdend. Also wenn wir schon wollen, dass Konsumentinnen die Verantwortung übernehmen und entscheiden können, dann muss man ja die Entscheidungsgrundlage auch zur Verfügung stellen und ganz einfach sagen, woher die Dinge sind. Das sagt zum Beispiel ganz eindeutig, wo verstecken sich die ukrainischen Eier, Käfigeier, wo sind die Fleischimporte wirklich drinnen? Zu 80% in den Cash-and-Carry-Märkten, wo die Gastronomie, wo die Kantinen einkaufen. Die 80% des Fleisches, die sind geschätzte Werte. Warum sind die geschätzt? Es ist unter anderem ein Problem für die Statistik Austria, dass sie anhand des europäischen Barcodes nicht feststellen kann, woher das Fleisch ist, sondern lediglich feststellen kann, wo dieses Fleisch in Vakuum verpackt wurde. Da Bedarf ist garantiert Änderungsbedarf. Die Steigerung des Bioanteils in der öffentlichen Verpflegung, so wie es Burgenland unter Doskozil jetzt vorzweigen will, wird begleitet von einer Studie vom Forschungsinstitut für Biolandwirtschaft. Und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, weil diese Ergebnisse werden uns sagen, werden uns harte Zahlen geben und werden uns eine Argumentationslinie bringen, von dem, was wir zwar eh schon wissen, aber noch nicht ganz in Zahlen gepackt. Und zwar, dass der Biolandbau garantiert einzahlt in die CO2-Reduktion, in die Gesundheit des Bodens und in die Gesundheit der Menschen. Dass laut einer KeyQuest-Umfrage 80% der Menschen in Österreich regionale Lebensmittel befürworten und wollen und immerhin 70% biologische Lebensmittel. Es macht, und da gebe ich euch vollkommen recht, aber ich weiß nicht, was ihr wollt. Regional darf man nicht draufschreiben und die Importe bzw. exportieren sollte man auch nicht. Auch meines Erachtens macht es keinen Sinn und es ist eine Lose-Lose-Lose-Situation, aus brasilianischen Regenwäldern abgeholzten Soja nach Österreich oder Europa zu verschiffen, hier Schweine zu mästen, die Schweinshaxen nach China zu verschiffen. Das ist eine Lose-Lose-Lose-Situation und das größte Lose dabei bleibt über für das Klima. Das muss uns ganz klar sein. Die Anträge zur Biowende und zur Stärkung der krisenresilienten Landwirtschaft zeigen meines Erachtens in die richtige Richtung. Sie zahlen auf beiden Konten ein, auf das Konto der Folgenbewältigung von der Corona-Krise und auf das Klimakonto. Danke.
Fleischimporte und ukrainische Käfigeier würden sich in Fertigprodukten wiederfinden, die Kantinen servieren, kritisiert Clemens Stammler von den Grünen. Das Klima bleibe immer auf der Strecke.